Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer TheOnlyPaul, und wir machen weiter mit FIFA 16. Die letzte Aufnahme, und da möchte ich mich jetzt nochmal persönlich für entschuldigen, ist angeblich nicht so gut, beziehungsweise sie ist wirklich nicht gut. Ich habe sie hochgeladen und habe dann gemerkt, dass, Ton und das, was zu sehen ist, sehr verzögert war. Wir nehmen jetzt erstmal an einer Pressekonferenz teil, wollen unsere Mannschaft ein wenig motivieren für das Spiel gegen West Ham. Und wir haben eine Nachricht vom 24. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir hier jetzt haben. Andrews, über die Niederlage in der letzten Partie war der Vorstand natürlich alles andere als erbaut. Zudem befürchtet man, dass dieser Vorfall ihre Aktien bei unseren Fans erheblich hat sinken lassen. Selbstverständlich steht der Vorstand weiterhin loyal zu ihm. Dennoch wünschen wir uns, dass sie vor den nächsten wichtigen Spielen spürbare Veränderungen vornehmen. Besten Dank, FC Liverpool Vorstand. So. Das werden wir tun. Fortschritt durch Konstanz. So sieht es aus. Ich weiß nicht, wie der Ton ist, ob ich mich ein wenig lauter oder leiser drehen soll. Ich mache mich sonst mal ein wenig leiser. Ihr hört mich immer noch, aber ist, glaube ich, jetzt ein wenig leiser. Spielton lasse ich einfach mal. So, was gibt's denn für Gerüchte? Zanoccia, ich bleibe. West Bromwich wäre er sonst hingegangen. Juventus für ihn verhandelt mit Alaba. Mehrere Vereine an Griezmann. Leverkusen. Okay, Newcastle verhandelt mit Adrian Ramos. Interessant. Choupo-Moting bleibt Schalke erhalten. Crystal Palace. Crystal Palace, spielen die nicht morgen in Liverpool? Ich glaube, so sieht es nämlich aus. Und wann ist es hier denn der Fall? Ich glaube, auch gleich am gleichen Tag. Wir haben November. Den 9. Morgen, genau. Nee, morgen ist der 8. Also hier ist es Montag, auf jeden Fall. Kann mir auch recht sein. So, aber das sind wir noch lange nicht. Wir spielen jetzt gegen West Ham zu Hause. Nach der Auswärtsniederlage müssen Veränderungen her. Und diese Veränderungen sehen, glaube ich, wie folgt aus. Ich habe ein gutes Gefühl mal bei Origi. Und ich lasse mal Henderson für Ruben Neves spielen. So, Ruben Neves, Milner. Auf jeden Fall, Nasser Chadli. Und ich lasse mal Markovic von Beginn an spielen. Keine Ahnung, aber ich habe ein Gefühl, das könnte hinhauen. So, das war's. Was gibt's Neues? Ja, die Bundesliga ist vorbei jetzt. Ich habe eben noch die Zusammenfassungen auf Sky gesehen und recht interessante Ergebnisse. Also Bayern 4-0 gegen Stuttgart, ich glaube, in der Höhe okay, hätte höher ausgehen können. Aber zwei Tore waren irregulär, da ist eigentlich Abseits war. Und Stuttgart hätte eigentlich auch ein Tor verdient gehabt. Leverkusen hat das Rheinland-Derby verloren gegen Köln. Hätte ich nicht so mit gerechnet, besonders dass Dominik Marot der Innenverteidiger trifft. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja. Dann noch diesen. Okay. Was gibt es sonst noch für Ergebnisse? Mal eben überlegen aus dem FF. Hoffenheim Frankfurt 0-0, also das Heimdebüt von Steven endet Remy. Ich glaube, Kuran hat sogar von Beginn an gespielt. Was gab's? Ach ja, genau. Mainz gegen Wolfsburg. Mainz hat 2-0 gewonnen. Ich glaube, ein wenig überraschend, aber auch ein wenig nicht. So ein Misch aus beiden.
da ich glaube, Mainz schon richtig gute Arbeit leistet. In meiner Tabellenprognose, glaube ich, habe ich sie auf Platz 13, 14 getippt. Schon also nicht so ganz. So, aber wir wollen jetzt zu Liverpool kommen. Roger East leitet diese Partie. Unsere Elf kennen wir. Wir haben Piszczek jetzt in die Startelf geholt statt Nathaniel Klein, Henderson, Markovic und Origi. Erinnert mich irgendwie an Origin. Da spiele ich ja Fußballmanager drüber. Also schaut auch unbedingt da in dieses Let's Play mit Leverkusen. Ich glaube, da spielen wir auch bald gegen Köln. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sprich, mal sehen, ob wir es besser machen. So. Aber wir wollen hier jetzt einiges besser machen im Gegensatz zum letzten Spiel. Alter, und ich sollte vorsichtig sein. So. Schöner, ruhiger Aufbau. Eigentlich sollte der dahin. So, machen wir jetzt so. Wow. Alter, warum kann er den Ball nicht aufnehmen? Ich habe doch ganz eindeutig eben dazu Alberto Moreno. Ich finde diese Pässe richtig geil. Keine Ahnung, aber... Schup, schup. Ah, das war sehr riskant. Henderson. Noble. So. Na, ich sollte vielleicht ein wenig mehr in die Dribblings gehen. Ich bin da manchmal zu, keine Ahnung, vorsichtig. Wow. Aber ich muss sagen, wenn ich so diese Dribblings ausführe, geht da jetzt nicht so ein Pro. Eher so Hacken schlagen. So, keine Abseits. Ha? Na, aber das war schön, so diese, wie wir den Ball da weitergeleitet haben. So, jetzt mal ein wenig über links. Alberto Moreno auf Origi, auf Sturridge, Markovic. Ho. Ah, schade. Origi kam da nicht mehr ran. Origin. That's the origin of the game. So. Ja, morgen Liverpool gegen Crystal Palace. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Aber eigentlich muss ich schon sagen, tippe ich auf Liverpool. Und sie stehen im Moment auf Platz 8. Ey, das war da ein Spiel. Das heißt, mit einem Sieg, glaube ich, könnten wir bis auf Platz 6. Alter, ich drücke irgendwie wie wild meine Tasten und denke mir, komm. Ah. Oh. Na. Ja. Yes. 1-0. Origi. Wahrscheinlich wollte ich auf einer Fahne laufen und so einen Jubel machen. Aber so geht's auch. 1-0. Fehler in der Abwehr. Interessant. Wir müssen einiges wieder gut machen, nach der Niederlage ja im Emirates Stadium, als wir gegen Arsenal gespielt haben. War schön. Von Coutinho, Piszczek, Markovic, nicht im Abseits, Sturridge. Ja, schön, ja, sitzt nach. Ja, eigentlich wollte ich nach innen ziehen und damit links wirklich schießen. Aber das hat nicht ganz so geklappt. Uah, da habe ich zu spät gesehen, wo Coutinho ist. Und habe außerdem die Flankentaste gedrückt. So. Was gibt es Neues zu sagen? Ja, auch schon mal so, ich werde ein Let's Talk nochmal darüber machen, über die Let's Plays, die ich noch machen werde. Aber ich kann einem ankündigen, Fallout und Halo, ich finde es richtig schade, ich würde dazu sehr gerne ein Let's Play machen. Aber
Ich habe nur eine Xbox 360 und keine Xbox One. Nein. Und das ist richtig schade, weil das ist nur für die Next Gen, also Next Generation, und da zählt halt Xbox One und auch die PS4 zu. Aber ich glaube, auch für den PC soll es geben. Das heißt, ich werde versuchen, dann die notwendigen Requisiten zu holen. Oh, oh, Petro, Obiang. Oh, Alter. Oh, und, Alter. Oh, ey, da hatte ich gerade ja mega Glück. Oh, ey, meine Fresse. Ich hab den schon drin gesehen. Ich hab den ernsthaft eigentlich schon drin gesehen. Aber wie kann er daneben schießen? Aus dieser Entfernung? Please. Hand. Ey, das ist doch Hand. Das ist ja wie in Realität. Die Schiedsrichter sehen nicht das Handspiel. Entweder sie sehen es oder sie sehen es falsch. So. Ah, schade, ein bisschen Dollar. Abgefälscht, aber trotzdem erfolgreich. Sturridge. Ah. Da war ich nicht aggressiv genug. Nee, das heißt, ich werde schauen, dass ich die Let's Plays über meinen wunderschönen Laptop, mein Windows 7 Laptop, boah, die Let's Plays aufnehmen werde. Das heißt, es wird nicht über die Konsole wie eigentlich vorgehabt aufgenommen. Na, schade. So. Bei Sniper weiß ich es gerade nicht genau, muss ich sagen, ob wie es da aussieht, ob es das für die Xbox 360 gibt, weil sonst würde ich sagen, das wäre dann das kleinste Problem. Ich habe meine Elgato, meine wunderschöne Elgato, die ich auch nochmal in einem Vlog zeigen kann, und das hier ist jetzt gerade eine schöne Kontersituation. Storage. Ha! Oh! Ecke! Schön! Das war schön gespielt. Ecke durch Coutinho. Und ich muss sagen, ich habe mich abreagiert. Ich habe noch öfters das Video gesehen. Drittel. Eine Geschichte für sich. Mein allererstes Spiel hier mit Liverpool. Das war Zucker. Das war einfach nur Zucker. Und ich habe es eigentlich auch sogar nochmal genossen, wie ich da diesen Wahn bekommen habe. Wundert mich aber, dass ich nicht wirklich in diesen Rage-Mode verfallen bin. Oh, nein. Oh. Also wir müssen schon nächstes 2-0 machen. Und das wäre erstmal hier der Halbzeitpfiff. Also 1-0 durch Origin. War ganz schön, oder muss ich sagen, finde ich gut, dass wir ihn aufgestellt haben. Das tut dem Spiel gut, da sehen wir nochmal den Treffer. Verdient. So, Tottenham Everton steht 1-1. Auch Halbzeit. Ja, wechseln werden wir noch nicht, aber ich denke schon, dass wir dreimal wechseln werden, auf jeden Fall. Was? Was? Ich habe doch ganz eindeutig zum Spieler gepasst. LOL. Und dann solche Fehler. Das war wie beim Arsenal-Spiel, wo wir ja genauso einen Fehler gemacht haben, und dadurch ist das Tor entstanden. So, Origi. Henderson. Alter, oh! Da sollte der Ball eigentlich noch nicht mal hin.
Und schon ist der Spielaufbau zerstört und ich schicke Alberto Moreno da wirklich. Und Piszczek ist ja jetzt auch in der Mitte, please. Nein. Oh. Ey. Nein. 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 Boah. Und dann drücke ich nur die falschen Tasten. Manchmal drücke ich auch wirklich einfach nur wild drauf los, anstatt wirklich ein bisschen mal zu gucken, welche Tasten man drücken sollte in der Verteidigung. Das war ärgerlich. Daraus hätte so ein richtig geiler... Nein, oh, daraus hätte auch wieder so ein Konter entstehen können. So, aber vielleicht jetzt. Origi. Ja, ey. Ja, faul. Super, wie er sich da durchgesetzt hat mit seinem Körper. Nein, ich will nicht schnell ausführen. So habe ich einen Linksfuß. Starage. Ah, ich fehle da nicht gerade so. Alberto Moreno, wie gesagt. Nein, Mann. Und jetzt habe ich nicht einen, der gute Werte hat. Versuche ich es mal mit. Obwohl hat einer bessere Werte als. Nein, jetzt muss ich warten. Bessere Werte als Coutinho? Ne. Okay, Coutinho, versuchen wir es mit dir. 30 Meter. Ich will schon einen Freistoß. Tor schießen. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Schade. Alter, nicht nur weh. Ruhig. Schön. Alter. Boah. So, jetzt nochmal hier über links. Alberto Moreno. Ja. Ja. Das war ein schöner Spielzug. Weiter so, Jungs. So, Markovic. Ja, schade. Und da war dann Markovic nicht mehr da. Ich bereite schon mal einen Wechsel vor. 63. Minute. So, was ist schlau? Ich glaube, ich bringe Walkett. Da muss ein bisschen mehr über rechts kommen. Das ist mir zu wenig. Ich bringe auch Chartley. Oh, please. So. So. Und. Ja, nee, erstmal diese beiden Wechsel. Also neue Flügelspieler. So, dass wir da Schnelligkeit und vielleicht nochmal Ideen. Oh, ey! Ausgerechnet Coutinho ist er verletzt. Nicht, dass er jetzt verletzt ist. Also auf jeden Fall kommen die beiden jetzt. Warte mal, ich versuche mal was. Nein, das war kein Abseits. Das war doch kein Abseits. Oh, please. Ich glaube, das wäre sogar Ecke gewesen. Und natürlich kann man aus dieser Position nicht erkennen, mit dieser Kamera, ob es wirklich Abseits war. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt die Kamera umzuschalten. Alter, ja, Henderson kann den Ball dann nicht annehmen. Oh, das war sehr riskant dazu, grätschen. Alter, please. Oh. So, schön, Alberto Moreno. Was macht Alberto Moreno da in der Mitte? So, Emre Can auf Walking. Ah, falscher Pass. Manchmal verwechselt man die Tasten und dann ist es besser, einen Kurzpass zu machen, anstatt einen Steilpass. Oh. Ja. Henderson.
Leverkusen! 2-0! Yes! Das war schön, wie er sich da durchgesetzt hat. Alter, war das schön. Auch ein bisschen blind geschossen, glaube ich. Da schaut man Realität einfach zack, zack, schießen. Alter, war das schön. Die Nummer 14. So. Also, das sieht recht komfortabel aus. Und ganz ehrlich, ich wollte ihn sogar noch auch erst auswechseln und dafür Milner bringen. Mal sehen, was unser letzter Wechsel ist, weil Origi möchte ich schon gerne drin behalten. So. Mal versuchen. Da geht er auch, Origi. Nein. Vielleicht Origi sogar und dann wieder Benteke reinbringen. Aber eigentlich möchte ich gerne mal Spieler eine Chance geben, die noch nicht gespielt haben, so wie Kolo Touré. Dann kann er sehr gerne spielen. Kisako hat, glaube ich, auch eine gute Partie gemacht. Und Kolo Touré kann sich jetzt auch mal beweisen. Obwohl, im nächsten Spiel müssen wir sie, glaube ich, sowieso rotieren, da ein Pokalspiel ansteht. Ja, der nächste Part, mal überlegen. Vielleicht morgen oder Montag. Das war knapp. Aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen, weil wir wollen ja auch ein wenig hier vorankommen, sodass wir dann sonst immer gleichzeitig, wenn Spiele sind, auch eine Aufnahme machen oder schneller. Weil wir wollen ja die Saison auch gut und schnell beenden. Also was heißt schnell? Ich will ein gelungenes Let's Play haben. Da war übrigens eben Kolo Touré, der den Zweikampf gewonnen hat. Also, das heißt, wir wollen ja schon die Saison beenden, aber auch nicht, dass wir wirklich bis zum richtigen Saisonende warten. Ja, und dann, ja. Henderson, komm, doppel. Boah, und dann hab ich doch gleich gepasst. Realität würde auch ein Spieler passen. Kolo Touré. Henderson! 3-0! Ich glaub's ja nicht! Nach Vorlage von Kolo Touré! Geile Sache! 3-0! Und Doppelpack Henderson! Alter Schwede! Einmal mit rechts, einmal mit links! Und das war zweimal die gleiche Ecke! Boah, ist das geil! Ja, der Pass war zu doll vom, ich glaube sogar Mann des Spiels. Mal hier ein bisschen Dribbling. Henderson. Na komm, ist ein... Ah, schade, ich wollte schießen, nachdem ich ein bisschen mit ihm gegangen bin. Henderson. Komm, wir schicken ihn mal nach vorne. Na, jetzt ist das zu viel Egoismus von mir. Schön. Na, zu spät gegrätscht. Schön. Und weggeköpft. Und nochmal wegköpfen. Nein, nicht dahin. Nein. Und da schießt er so. Warum schießt er das so hoch? In manchen Situationen verstehe ich den Computer nicht. Paradeck kommt nochmal für Payet, der mal bei Lille gespielt hat. Ich finde, Lille hat wirklich Topstars gehabt, so wie Hazard, aber das nützt nichts. Denn wir haben 3-0 gewonnen, dank Henderson. Alter Schwede, hätte ich nicht mitgerechnet. Aber ich bin zufrieden, hier das Tor von REG. Das 2-0 gibt es nicht mehr, aber das 3-0
Alter, geile Partie. Ich freue mich. 3-0 gewonnen, das ist wichtig nach der Niederlage in London. Henderson natürlich Spieler des Spiels. Und ich muss auch sagen, wir hatten eine richtig gute Statistik. Alter, 11 Schüsse, 10 davon aufs Tor. Ballbesitz, da ist ja jetzt nicht so schlimm. Zweikämpfe haben wir gewonnen, wir haben keine Fouls begangen. Eine Ecke, okay, einmal abseits. Im Gegensatz zu West Ham, die hatten 3 Ecken. Passgenauigkeit habe ich ja immer ein bisschen weniger. Vielleicht muss ich dann noch ein wenig sicherer werden. Ja, schauen wir nochmal. Also Tottenham und Everton trennt sich hier mit 2-2. SE steht halt, ich glaube, hier für Schlussergebnis, oder? Endergebnis klingt irgendwie besser. Ich weiß jetzt nicht, wofür das SE stehen würde. Und hier sehen wir die Top-Transfers. Aguero zu Man City, von Man City zu Arsenal, genau 58 Millionen. Er hat ja auch den Treffer gegen uns gemacht. Boateng zu Chelsea, Balotelli zu Everton, Walcott zu Liverpool, Ruben Neves zu Liverpool. Interessante Transfers insgesamt. Und sonst, war er nicht auch mal bei Liverpool? Ich glaube schon. Na, was ist denn hier mit Bundesligisten? Hier, Ruben. Fast nur wie Ruben Neves. Zum Beispiel mal Bayern. Also ein Transfer zu Bayern und nicht von. Da kann das. Interessant. Ja, liebe Freunde, das war's von diesem Part. Die Folge geht jetzt 27 Minuten. Schauen wir uns jetzt beim Chat hier auf diese Nachricht. Ah! Für das Nationalteam abgestellte Spieler. Henderson, Sturridge, Klein, Milner, Walcott und Lallana für England. Mignolet und Benteke für Belgien. Und Boczan für Ungarn. Piszczek für Polen. Julian für Wales. Und Coutinho für Brasilien. Ja, das war's von dieser Folge. In der nächsten Folge spielen wir das Pokalspiel und werden wir die letzten Minuten des Transferfensters simulieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, schaltet wieder auf meinem Kanal ein, wenn es heißt Fußball. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Fußballfreunde.